Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pizza und Pommes. Lieber Philipp. Lieber Felix. Ich freue mich. Wie immer. Erstens haben wir einen unfassbaren Gast. Zweitens ist Ostern. Steht vor der Tür. Wie feierst du Ostern? Relativ unspektakulär. War bislang nicht so das Fest im Jahr, welches ich mir dick im Kalender markiert habe. Aber jetzt mit dem kleinen Mann, denke ich mal, werden wir ein paar Ostereier im Garten verstecken. Was ist eigentlich Ostern? Ja. Für euch als Familie. In erster Linie ein paar Tage frei, ne? Tatsächlich freuen wir uns immer drauf, weil was wir als Familie immer machen, sind diese ganz klassischen Familienzusammenkünfte, ne? Also neben dem Weihnachtsfest ist Ostern irgendwie so gefühlt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist einfach klar, da sind alle da, alle kommen zusammen, egal wo sie kreuz und quer im Land verteilt mittlerweile leben, Ostern ist auch nochmal die Familie zusammen. Wird jetzt vielleicht nicht ganz so zelebriert wie Weihnachten, aber Ostern als solches hat bei uns durchaus als Fest, als christliches Fest einen hohen Stellenwert. Wie ist es im Hause Neureuther? Ja, wir sind immer an Ostern tatsächlich in Norwegen. Die Miri ist ja halbe Norwegerin, wir haben da oben eine Hütte. Und dort sind wir dann immer über die Osterferien, jetzt natürlich, weil unsere Große in der Schule ist. Aber dort hat es dann tatsächlich immer so 2 bis 3 Meter Schnee. Und das ist dann nochmal so ein Winter-Comeback. Und da freuen wir uns total, weil da können wir endlich dann mal, weil dieses Jahr, der Winter war ja gar nicht so einfach, die letzten 6 Wochen bis 8 Wochen, sagen wir es mal so. Und deswegen, da freuen wir uns total drauf. Und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Samstag gab es eine Wiederauferstehung. Ja. Von wem? Von der deutschen Fußballnationalmannschaft. 2-0 die Franzosen. Einfach mal so. Ich würde sagen, geschrubbt, aber schon. Schon mal ein Statement abgegeben. Wir zeichnen am Montag auf, das Niederlande-Spiel, das Ergebnis können wir schlicht und ergreifend nicht wissen. Sollen wir die Katze aus dem Sack lassen, was wir uns für die heutige Folge überlegt haben? Ja, unbedingt. Wir haben einen Mega-Gast erstmal. Ich freue mich sehr, ich kenne ihn schon sehr lange. Wer ist dabei? Holger Badstuber. Ja, wir freuen uns. Denn es soll heute um Comebacks gehen, um Wiederauferstehungen, um sich zurückkämpfen. Und das dachten wir so ein bisschen, passt zu Ostern. Und dann hat Felix gesagt, ey Mensch, ich kenne da jemanden. Der hat das schon ein paar Mal hingekommen. Holger Badstuber. Und jetzt, lieber Holger, hallo und herzlich willkommen bei Pizza und Pommes. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein. Wirklich schön. Also ich muss echt sagen, es gibt so ein paar Sportler, vor allem wenn man selber Sportler war, wo man weiß, so ey, die haben Dinge mitgemacht, das hat nicht jeder mitgemacht. So, der Weg, der ist ein ganz spezieller. Der ist ein extrem emotionaler Weg. Wir alle leben von Emotionen. Erzähl mal du, wie waren für dich jetzt so im Nachhinein gesehen die Verletzungen, die ja zu dem Zeitpunkt eigentlich so mit the worst case waren, die im Sportler passieren können? Ja, zunächst einmal, klar, jetzt bin ich natürlich viel reifer. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber in der Situation ist es einfach so, dass du dann praktisch, ich als Mannschaftssportler früher, vom einen auf den anderen Tag eigentlich Einzelsportler bin und da eine Challenge vor mir habe, um eben, ja, mir einen Plan aufzustellen, den ich verfolgen möchte, den ich mit aller Macht verfolgen will, um den dementsprechend dann auch wieder schnell und vor allem gesund zur Mannschaft zu stoßen und wieder dabei zu sein in dem Gebilde. Und je nachdem, wie lange das eben dann braucht, ja, musst du dann eben durchziehen. Ja, das ist dann schon auch hartnäckig. Das ist dann schon auch mal zwei Schritte vorwärts, ein zurück und das halt auf einen längeren Zeitraum. Aber es hat mir sehr viel gegeben. Also jetzt, ich profitiere in meinem Leben davon. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich durch so Phasen gegangen bin, weil ich mich dadurch selber viel, viel besser kennenlernen durfte. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Nervt es, Holger, dass das aber das Thema ist, was mit dir als allererstes assoziiert wird? Dass du ein Weltklasse-Verteidiger warst, Schrägstrich bist, aber sagen wir mal, durchaus zur absoluten deutschen Elite gehört hast, wird ja immer so gefühlt ein bisschen mittlerweile vergessen, wenn man deinen Namen hört. Das Erste, was einfach alle Leute sagen, oh, der war oft verletzt, aber der ist immer wieder zurückgekommen. Nervt es? Ja, nerven nicht. Ich meine, das so, solche Sachen bringen sich eben in die Köpfe der Leute ein, aber
Klar, ich sehe das anders. Ich sehe natürlich, das war natürlich eine Periode, wo viel zusammengekommen ist, gerade in Sachen Verletzungen, in Tiefschläge und auch Comebacks. Aber ich sehe natürlich auch das, wo ich Teil dessen war. Und ich war in einer Ära im deutschen Fußball dabei, wo es sehr, sehr erfolgreich war. Nicht nur für Bayern München, auch für die Nationalmannschaft. Und war jetzt nicht nur so ein bisschen dabei, sondern war Teil dessen. Und war WM-Dritter 2010, Triple 2013, wenn dann auch hinten raus knapp verpasst. 16 Titel mit den Bayern. Also ja, genau, du bist mehr als nur der Comebacker. Ja, ich meine, ich war bei der WM 2010 war ich 21. Ich meine, das ist ja dann stetig weiter bergauf gegangen. Mit 21 war ich ja noch nicht vollständig. Ja, mit 23 war ich deutlich weiter. Und dann sind eben die Verletzungen passiert. Also ich war gerade auf dem Weg nach ganz, ganz oben, auf meine Position bezogen. Und dann sind die Einschnitte gekommen. Aber wie gesagt, das sind Einschnitte, die haben mich geprägt. Die haben mich natürlich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ohne diese Einschnitte hätte ich mich anders kennengelernt, hätte ich vielleicht fußballerischen, klar, natürlich einen anderen Weg genommen. Aber wie gesagt, das Leben ist so, ja, das kannst du nicht planen. Und ich habe versucht, daraus immer das Beste zu ziehen und auch eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und ich glaube, die ist mir ganz gut gelungen. Ich finde, wenn man das mitgemacht hat und dann sieht man andere Sportler und hört, was die für Verletzungen hatten, dann relativiert man von denen komplett die Leistung. Bestes Beispiel jetzt gerade aktuell Manuel Neuer. Ich muss sagen, was der Typ da abgeliefert hat nach seiner Verletzung. Ich meine, die Verletzung, die er hatte, das war keine Kleinigkeit. Das war ein richtiges Ding. Und da zurückzukommen, ich glaube, das ist schon unfassbar. Und die Medien, die gehen dann her und sagen, ah ja, kann er wieder zurückkommen oder nicht? Und dann kommt er zurück und dann wird es für mich viel zu wenig gehuldigt, ehrlich gesagt. Für mich war auch die Debatte um Manuel Neuer so eigentlich ziemlicher Nonsens, weil ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie er arbeitet. Wie denn? Naja, er hat ein Ziel vor Augen, er weiß, was er kann, er hat Vertrauen in sich selber und er geht die Challenges an, in seiner Karriere auf ihn zu. Aber holt uns mal mehr ab, holt uns normalos mal mehr ab. Also wie viel Qual, also wie sehr kann Manuel Neuer sich quälen, leiden und Dinge tun, die wir alle eben nicht, das ist ja das, was Felix anspricht. Er kommt dann zurück und dann applaudieren wieder alle, aber diese Reise, um wieder überhaupt zurückzukommen, wie schwer ist die wirklich für den Kopf und für den Körper? Ja, natürlich ist es herausfordernd, mental vor allen Dingen. Du brauchst ein gutes Umfeld, aber vor allen Dingen brauchst du einen Plan. Und wenn der Plan steht, dann verfolgt man den. Ja, man kann den kleinen mal ab und zu justieren, falls Kleinigkeiten dazwischen kommen, aber es steht ein Plan und dem geht man nach. Und da lässt man auch nicht locker und man biegt dann auch nicht ab. Es gibt einen Plan, den stellt man mit seinem Team auf, vor allen Dingen natürlich auch, umso älter man wird, mit seiner eigenen Expertise, sage ich mal, und den verfolgt man. Und es gibt natürlich auch wieder dann Tage, wo es zäh ist, wo man sich aufraffen muss, wo man weiß, oh, heute wird's kein einfacher Tag, aber das sind genau die Tage, wo du eben mitnehmen musst. Und wie gesagt, da lernst du dich dann auch wieder selber kennen, ob du es durchziehen kannst oder nicht. Und Manuel, der hat nicht umsonst diese Erfolge, er ist nicht umsonst für mich in den letzten 10, 15 Jahren der beste Torhüter der Welt, der auch immer wieder angezweifelt wird natürlich in Deutschland, was ich nicht verstehe. Das Beispiel auch nicht, weil das nervt mich total. Dann wirst du in den Himmel hochgelobt und dann kommt irgendwas und bam, ist sofort wieder alles katastrophal schlecht. Wieso ist es so? Genau. Also speziell auch jetzt nach der Verletzung, wie auch Menschen dann in Frage gestellt werden und du als Athlet denkst so, hey, sag mal, was geht denn eigentlich? Ich weiß nicht, ob man ihn in Frage gestellt hat, aber vielleicht hat man gesagt, vielleicht kommt er nicht mehr an das Leistungsniveau heran, was er zweifelsohne mal hatte. Ja. Du hast ihn auch in Frage gestellt. Ja. Ja, und trotzdem kann ich ja sagen, ich ziehe meinen Hut und zwar ganz, ganz tief vor diesen Comeback-Qualitäten. Und er ist auch für mich, ich gehe da ja komplett d'accord, er hat die Position geprägt, die letzten 10, 15 Jahre war er auf dem Niveau. Ich sage lediglich, aber vielleicht gibt es jetzt welche, die sind besser oder haben ihn möglicherweise auch überholt. Was legitim ist, weil er ja auch nicht jünger wird.
Nichts anderes habe ich gesagt. Und diese Frage würde ich auch nach wie vor noch mich trauen, offen zu stellen, ob er nach wie vor der beste deutsche Torhüter ist. Julian Nagelsmann hat jetzt gesagt, ja, hat sich darauf festgelegt, dass er bei der EM im Tor stehen soll. Ja. Ist es in Frage stellen oder ist es einfach nur laut aussprechen zu fragen, ist er wirklich noch der beste deutsche Torhüter? Das sind Unterschiede. Aber es geht ja auch um Persönlichkeit, glaube ich. Also speziell, wenn du so viel miterlebt hast und apropos Persönlichkeit, ich meine, jetzt können wir auch gerne auf die deutsche Nationalmannschaft kommen, die ja mal, wir haben es schon vorher gesagt, 2-0 gegen Frankreich, ja, ein Toni Kroos ist zurück, auch ein Comeback für die Nationalmannschaft. Müssen wir auch drüber reden, ja. Wie wichtig sind so Persönlichkeiten in einem Mannschaftsgefüge? Müssen immer unbedingt aktuell die besten Fußballer rein fußballerisch gesehen auf dem Platz stehen? Oder was ist wichtiger? Ist es tatsächlich die Individualität oder ist es viel, viel mehr? Je nach Mannschaft sein. Ich glaube, du brauchst einfach ein gebildetes, harmoniert. Du brauchst eine gute Mischung. Und das hatten sie jetzt in der letzten Zeit eben nicht in der Nationalmannschaft. Ich meine, ich finde es jetzt zum Beispiel auch wieder gut, jetzt nochmal zu Manuel Neuer vielleicht den Abschluss zu machen, dass Nagelsmann gesagt hat, das ist mein Torhüter, eine klare Entscheidung getroffen hat. Das ist sehr, sehr bitter für einen Marc-Andrés Ter Stegen, der ein unglaublich guter Torhüter ist. Aber es ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, die ich gut finde, dass eine Entscheidung allgemein getroffen wurde. Dann ist da mal Klartext geredet. Und da gibt es dann auch keine Zweifel mehr. Ich glaube, es waren einfach Spieler dabei, die einfach das Niveau mental nicht haben. Ich gehe nicht von Fußballerischen aus, das wollen andere bewerten. Vielleicht haben sie auch individuelle Qualität, vielleicht fühlen sie sich beim Verein viel wohler. Die Nationalmannschaft ist einfach ein anderes Gefüge. Da wird auch ein anderer Fußball gespielt. Und deswegen ja, ist es Toni Kroos zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ich war sicherlich auch überrascht, dass Toni die Entscheidung so getroffen hat, dass er angefragt wird, steht ohne Zweifel. Ist immer, wenn man Toni Kroos nicht anfragt oder zumindest mal anklopft, das ist vollkommen legitim, weil er ist, muss man ganz ehrlich sagen, der erfolgreichste deutsche Fußballspieler. Und dass er jetzt die Entscheidung getroffen hat, klar, das war überraschend für mich, weil ich Toni eigentlich so kenne, wenn einmal was beendet ist, dann ist es auch gut. Aber gut, man muss auch mal die Hintergründe kennen, mit Julian Nagelsmann, gleicher Berater, da werden natürlich auch gleiche ein bisschen so, natürlich auch ja, Gespräche im Hintergrund geführt, die ihn natürlich dann auch überzeugt haben. Und jetzt ist er dabei. Bei dem Spiel am Samstag hat er sehr, sehr gut performt. Er hat einfach diese Ruhe, er hat diese Passgenauigkeit, diese Passqualität, er hat auch natürlich auch diese Persönlichkeit auf dem Platz, um das Heft in die Hand zu nehmen, und das hat er getan. Kurze Frage an euch beide, nur vorneweg, also ich bin großer Toni Kroos-Fan, deshalb die Frage jetzt nicht falsch verstehen, aber mich interessiert eure Meinung. Warum hat er es gemacht? Vaterlandsliebe, Ego, ich will nicht mehr Querpass Toni sein, ich will es euch allen nochmal zeigen. Komm mal, aber Philipp, das ist er doch schon längst nicht mehr. Also jetzt für mich, ich sag ja, aber warum macht das? Ich glaube, die Gesamtsituation, es sind viele Komponenten, die da reinspielen. Erstens natürlich Heim-EM. Das machst du halt nur einmal mit wahrscheinlich in deinem Leben. Zweite Komponente ist, dass er natürlich Gespräche geführt hat mit den Verantwortlichen und natürlich er auch selber die Mannschaft sieht und mit den Trainern oder mit dem Nagelsmann etc. Eine Vision vor Augen hat, die ihm zeigt, die ihm persönlich auch überzeugt, dass er mit dieser Mannschaft was reißen kann. Wenn er natürlich ein gewisses Standing hat, wenn er natürlich auch ganz ehrlich Mitspracherecht hat, in gewissen personellen Entscheidungen. Aufstellungen oder Entscheidungen. Und ja, die Gesamtheit dieser Punkte kommt zusammen und hat ihn überzeugt, sich dafür zu entscheiden, hey, ich habe es erstens körperlich noch drauf. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich habe Turniere gespielt. Ich weiß, wie so ein Turnier abläuft. Und der Heim-EM, ich kann natürlich der große Spieler sein in dieser Mannschaft, der sich nochmal ein bisschen abhebt vom Rest und auch vom Standing her natürlich ganz oben angesiedelt ist. So, und dann ist die Entscheidung eben da. Und wenn die Entscheidung da ist, dann gibt es nur eine Richtung, und zwar Vollgas. Vollgas, genau. Es geht doch, wie gesagt, vor allem um Emotionen. Holger, ich kann mich an ein
Spiel, und jetzt kommen wir auch wieder auf dich zurück. Ich kann mich an zwei Spiele besonders gut erinnern vom FC Bayern. Zum einen das Finale daheim und dann das Finale in London. Und so der mit Abstand emotionalste, schönste Moment war, wo die Mannschaft, Asti ganz vorne mit dabei, dein Trikot in der Hand gehalten hat. Und boah, da kommen wir jetzt schon wieder, habe ich Gänsehaut. Und so im größten Erfolg, nach der größten Niederlage, denkt man an denjenigen oder ist derjenige dabei, der jetzt verletzt nicht dabei sein kann. So, was war das für dich? Nimm uns da ein bisschen mit. Das hat mir natürlich auch gezeigt, erstens, ich war 1000 Kilometer weit weg. Ich war vor einer Operation gestanden, vor einer wahrscheinlich meiner wichtigsten. Du warst in den USA, ne? Genau. Und ich habe das Spiel alleine geschaut in meinem Zimmer, weil ich das immer ganz gerne mache, weil ich merke keine Geräusche um mich herum. Ich möchte mich da aufs Spiel fokussieren und auch dann wirklich das Spiel genau anschauen. Und sowas dann zu sehen, das zeigt natürlich auch erstens die Größe der Mannschaft, der kompletten Mannschaft, dass sie in diesem Moment auch an mich zeigt, aber auch mir natürlich, was ich für einen Wert für diese Mannschaft habe in diesem Moment. Und ich war, wie gesagt, 3,5 Jahre davor, also ja, 3,5 Jahre, das war ja eigentlich diese Reise, wo wir zusammen begonnen haben, ab 2009, 2010, haben wir der Stamm dieser Mannschaft, wo ich auch dabei war, haben diese Reise bekommen. Und dann in diesem Moment, wo wir alle darauf hingearbeitet haben, wo wir Niederlagen einstecken mussten, wo wir 2012 wirklich ein ganz enttäuschendes Jahr hatten für den FC Bayern. Und dann daraus dieses resultierende Triple, das war halt das war unglaublich und auch für mich unglaublich, weil ich einfach, ja, wahrscheinlich trotz dieser Verletzung mit die meisten Spiele oder Spielminuten dann dafür absolviert hatte. Und das zeigt mir halt auch den Wert, dass ich dafür auch viel investiert habe, viel eingebracht habe in die Mannschaft und die Mannschaft mir dann das in diesem Moment zu geben. Wie viel Motivation gibt sowas? Ja klar, ich meine, wenn du dann das siehst, dann willst du natürlich sofort wieder auf den Platz und willst du alles Mögliche dafür tun, dass du wieder Teil dessen bist und wieder wirklich in der Kabine bist. Ich meine, es sind ja nicht immer nur diese Spiele, die verbinden. Es sind ja einfach diese Zeit in der Kabine, im Physioraum, die Reisen, das verbindet ja. Ja, diese Erlebnisse verbinden. Und die Spiele sind dann praktisch das i-Tüpfelchen, wo du zusammen dann performst. Aber ja, und das dann wieder erleben zu dürfen, das war wirklich mit das Größte. Holger, mich würde nochmal interessieren, ich musste jetzt einfach auch nochmal, Felix würde jetzt sagen, da kommt wieder der Sportreporter durch, aber nochmal tiefer ein bisschen rein, weil da gab es doch bestimmt auch richtig dunkle Momente. Hast du mal gehadert? Hast du mit, weiß ich nicht, wem auch immer, Gott, keine Ahnung, gesagt, was für eine Scheiße, auf gut Deutsch ist das denn? Gab's Tränen? Gab's Wut? Hast du mal das Krankenzimmer zertrümmert? Oder bist du einfach vom Typ her, alles klar, ist jetzt so, muss ich annehmen, die Situation, Augen zu und durch? Ja, am Anfang gab es bestimmt auch ein paar Tränen, beziehungsweise einfach ein paar Momente, wo ich natürlich gehadert habe oder auch die Situation nochmal durchgegangen bin, aber andererseits bin ich dann so ein Mensch, der einfach sagt, okay, das ist die Vergangenheit, ich kann nichts mehr dran erinnern, ich nehme die Situation an, ich weiß, ich bin mental stark, ich habe ein gutes Umfeld und jetzt gehe ich da wieder an die Sache ran und arbeite hart. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, an meine Grenzen zu gehen, sowohl mental als auch körperlich. Das ist einfach nur, wie gesagt, deine Einstellung zu diesen Themen. Und ich weiß schon auch, dass im Leben nicht immer alles so verläuft. Ja, ich kenne auch andere Situationen im Leben. Und dann war das für mich eben, ja, dieser Startschuss für eine neue Periode in meiner aktiven Karriere. Und die gehe ich an und zieh die durch. Und wenn ja auch wieder Tiefschläge mit reinkommen, auch die nehme ich an und gehe Felix, durch. Bist du da ähnlich? Ich glaube 2017, ne? Kreuzband bei dir? Ja. War 2017, 2018, ne? Dadurch ja. Olympia verpasst? Ja, aber das war eine andere Situation. Ich hatte auch schon 9 Knieoperationen vor dem Kreuzbandriss, 3 Schulteroperationen, Bandscheibenvorfälle, Knöcheloperationen und so weiter. Es hat sich eine Sache war bei der Kreuzband,
Reha anders wie vorher. Und ich hatte gefühlt nie ein Problem, mit Verletzungen umzugehen, auch nicht mental. Auch danach nicht an meine Grenzen zu kommen, weil ich bin da relativ gnadenlos durchgegangen, ehrlich gesagt. Aber eine Sache war ganz anders. Ich war auf einmal Papa. Und eine Kreuzbandoperation oder eine Reha, das ist verdammt harte Arbeit. Man sagt so, Kreuzbandriss, 6 Monate Pause, dann ist er wieder zurück. Hey, die 6 Monate, dass du die Muskulatur aufbaust, dass der Muskel wieder anspringt, wo das Kreuzband entnommen worden ist und so weiter, das ist harte Arbeit. Und da war ich ehrlich gesagt nicht mehr so bereit dazu, diesen Weg zu gehen. Ich war 33, auch nicht mehr der Allerjüngste. Und das war eigentlich der größte Unterschied. Warum ich auch nicht mehr so zurückgekommen bin, wie, keine Ahnung, wie sich vielleicht andere das auch erwartet haben oder ich mir selber auch. Aber da war ich vom Kopf her nicht mehr ready. Das ist also die Einstellung entscheidend, würdet ihr sagen? Weil ich versuche so ein bisschen das runterzubrechen auf vielleicht eine Sache, die auch unsere Pizza- und Pommes-Zuhörerinnen und Zuhörer dann irgendwie für sich vielleicht da rausziehen können. Ich rede jetzt nicht vom Comeback nach dem Schnupfen, aber auch normale Angestellte haben mal Schicksalsschläge und müssen irgendwie mal zurückkommen. Also es scheint dann die mentale Komponente am entscheidendsten zu sein. Was ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man so eine Verletzung hat, ich sage mal Kreuzbandriss, ja, das für einen Sportler so Horrordiagnose ist. Aber ganz ehrlich, also was ist ein Kreuzbandriss in Relation zu jemandem, der nicht mehr laufen kann? Weißt du, also ich glaube, man muss die Dinge auch oft im Leben immer relativieren. Auch die eigenen Schicksalsschläge, die man hat. Ja, es gibt da draußen Menschen, denen geht es deutlich schlechter. Die haben viel krassere Schicksalsschläge. Und deswegen, glaube ich, muss man die eigene Situation immer ein Stück weit auch relativieren. Und das hilft einem schon sehr, Dinge einzuordnen. Sowas bei mir zumindest. Ich weiß nicht, Holger, wie du das siehst, aber es bringt ja nichts, sich selbst so massiv runterzuziehen, sondern man muss ja trotzdem irgendwie versuchen, das Positive aus der Geschichte rauszuziehen. Ja, definitiv. Ich glaube, da hat auch das Alter oder die Reife natürlich viel damit zu tun. Ich glaube, jetzt gehe ich auch ganz anders mit solchen Sachen um. Bei dir hat sich vielleicht auch damals durch dein Kind der Fokus einfach ein bisschen verschoben. Ja? Wenn ein Kind da ist, ist einfach das größte Geschenk im Leben und dann nimmt man sich vielleicht ein bisschen mehr zurück. Und ja, wie gesagt, dann verlierst du ein bisschen den Fokus oder setzt einen anders. Und bei mir war das halt anders, weil ich war 23, 24. Ich war halt in meiner Stärke, ich war in einer guten Phase. Ich war in einem super Team, wo ich tagtäglich einfach so viel mit den besten Spielern zu der Zeit zusammengespielt habe. Wir waren das beste Team in Europa. Und das habe ich einfach gespürt und ich wollte so schnell wie möglich wieder Teil dessen zu sein, also ein richtiger Teil dessen. Und dann war eben die Periode da bei mir, wo vieles zusammengekommen ist. Ich habe dann auch wieder gespielt, also das war ja schon auch ein Auf und Ab, auch von der Emotionalität her. Da kam Pep Guardiola, ich spiele sofort wieder, ja, nach 18 Monaten raus sein. Und es ist dann halt schon auch schwer, das dann einzuordnen, vielleicht auch selber dann mal wieder zu sagen, ja, ich brauche auch ein bisschen Zeit, um wirklich wieder in meiner alten Stärke oder in einer Stärke zu sein, wo ich diese dauerhaften Wettbewerb aushalte, dass der Körper sich auch wieder dran gewöhnt. Das hatte ich mit 24 nicht das Gefühl, das habe ich jetzt viel mehr. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, in welcher Phase man in seiner Karriere ist. Und dann, ja, entscheidet sich's natürlich auch selber, was für einen Fokus hast du, was willst du noch erreichen? Und ich wollte halt alles erreichen. Ja. Ich wollte alles erreichen. Ich hatte schon Titel intus, aber wenn du einen Titel gewonnen hast, dann willst du mehr. Oder ich habe mehrere Titel schon zu der Zeit gewonnen. Und wenn du weißt, es ist was Großes im Gange. Es ist die Mannschaft, die auf Jahre hinweg viele Titel gewinnen kann. Sowohl bei Bayern, auch in der Nationalmannschaft, dann willst du einfach dabei sein, dann willst du performen. Und ich wusste, ich kann Teil dessen sein, weil ich die Qualität habe. Philipp, Holger, ich will da nochmal zurückgehen. Franck Ribéry, Arjen Robben, ja. Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm. Marc von Rommel, Philipp Lahm, Manuel Neuer. Manchukic. Ey, also ich sag,
Thomas Müller. Ja, das war natürlich schon eine Zeit. Holger Badstuber. So, ja. Einen haben wir schon erwähnt. Basti Schweinsteiger. Wir beide kennen ihn sehr gut. Sag mal so, wie hat er deine Karriere geprägt? Weil ich weiß, dass er von dir immer in allerhöchsten Tönen gesprochen hat. Ich glaube, schon auch ein Stück weit jemand war, der dir einen Weg geebnet hat, oder? Kann man das so sagen? Er hat mir auf jeden Fall geholfen. Also der Respekt oder die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Also das ist eine Verbundenheit, die wir halt einfach haben, weil er mich so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und spielen musste ich natürlich selber, aber wir haben sehr viel geredet, wir haben sehr viel über Fußball uns unterhalten. Also es war einfach unser Thema. Ja. Das war nicht nur auf dem Platz so, das war einfach in der Freizeit der Fall. Wir haben einfach viel zusammen Fußball geschaut. Es ging um Fußball. Es ging darum, sich zu verbessern. Was können wir machen? Wie können wir uns verbessern? Was rät er mir? Natürlich hat er mir viele Ratschläge gegeben, aber ich habe sie immer angenommen. Ich habe immer zugehört und versucht natürlich dann auch auf meine Art und Weise das in mein Spiel reinzubringen. Ja? Natürlich mit meiner eigenen Identität, sage ich mal. Und Basti war halt immer so, ja, natürlich durch seine 5 Jahre älter. Er hatte schon mehr erlebt. Er war natürlich auch auf dem Weg in die Weltklasse und hat sich dann da festgesetzt. Und den Weg habe ich auch mitbeobachtet und tagtäglich erlebt. Und der war einfach dann vom Basti Schweinsteiger zum Leader. Ja, und diesen Weg, den hat er sich absolut verdient, weil er wirklich alles investiert hat, anders investiert hat wie ich. Aber wie gesagt, es ging immer um Fußball. Und der Fußball war unser Fokus. Felix hat es händisch nachgezählt und nachgerechnet. Felix hat wirklich das ganze Wochenende gerechnet und ist auf die Zahl von 1300 Verletzungstagen bei dir, Holger, gekommen. 1300 Tage warst du verletzt. Dein Fazit, Felix hatte vorhin... Aber nicht hier. Ja, das stimmt. Oben funktioniert noch alles beim Holger. Das ist, auch was Positives. Absolut, absolut. Also wie gesagt, der Körper, der macht dann schon mit, wenn oben alles gut ist. Und aber Holger, das war immer gut. Holger, ich weiß, du fährst jetzt auch sehr gerne Ski. Ja. Du genießt du die Zeit jetzt so danach? Geht das körperlich alles? Also, Felix, mir geht's schön. Ich bin null eingeschränkt. Arzt eigentlich ich kann alles 1300 machen. Verletzungstage. Das haben wir abgehalten. Ja. Dir geht's jetzt gut. Wie schaut dein Leben jetzt aus? Was sind deine Aufgaben? Genießt noch Skifahren zu gehen, andere Sportarten auszuprobieren und so weiter? Erstens, also das war mir natürlich auch wichtig. Ich bin jetzt aus der Karriere raus und ich kann alles machen. Ich investiere immer noch viel in meinem Körper. Das heißt, ich weiß, was ich machen muss, was ich auch machen muss, weil ich es brauche für mein Leben, diesen Sport zu treiben. Und jetzt kann ich natürlich mich da breiter auffächern, in der Hinsicht, dass ich nicht nur Fußball spiele und dann halt, andere Sportarten ein bisschen meiden muss, wegen Risiko, sondern jetzt fahre ich Ski, ich mountainbike, ich kicke in der Soccerhalle. Ich will auch gerne das Paddle-Tennis mal ausprobieren. Also ich bin da für alles offen, weil ich weiß, ich brauche diesen Sport, ja, jetzt in anderer Form. Ich bin jetzt nicht mehr Elite-Sportler, wo ich jeden Tag auf dem Platz stehe, sondern ich bin sportlich aktiv. Ich kann sportlich alles treiben. Ich genieße es total. Skifahren, ich liebe es. Ich liebe diese Freiheit auf dem Berg. Es ist eh Wahnsinn, dass wir eigentlich noch nie zusammen Ski gefahren sind. Das muss ich jetzt schon auch mal sagen. Ich war mit Basti, war ich Ende Januar, waren wir zusammen Skifahren das erste Mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit. Und wir haben uns wieder gefühlt wie die 8-jährigen Kinder, wo wir uns kennengelernt haben. Zusammen auf dem Berg, das Gefühl der Freiheit. Du bist mit deinen Freunden unterwegs. Und also, ich sag, das ist so schön, weil du fühlst dich wieder auf dem Berg da oben beim Skifahren, du fühlst dich wie ein Kind, ja, das auf einem riesengroßen Spielplatz ist und da einfach runterheizen kann. So, das ist ja auch ein Stück weit Lebensfreude, das man dadurch spürt und auch was Wunderbares.
rein beruflich, so was sind deine Ambitionen, Holger, die du jetzt noch hast? So, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ist eine sehr interessante Frage. Das habe ich auch so ein bisschen gelernt, da mich dann erstens nicht einzuschränken, weil es ist, ich glaube, im Leben nichts planbar. Das wäre auch zu einfach. Ich glaube, man muss einfach erstens mal vielleicht die nächste Passion finden. Ja, für mich ist wichtig, dass ich erstens gesund bin, dass ich dafür investiere, dass ich praktisch, dass meiner Familie gut geht, dass ich den Alltag absolut unter Kontrolle habe, sage ich mal. Dass ich weiß, wie ich mich strukturiere. Das ist mir ganz wichtig, Struktur zu haben in meinem Leben. Ich kann aber heutzutage oder jetzt spontan sein. Ich sag mal, ich kann spontan in Urlaub fahren. Ich kann spontan zum Skifahren fahren. Die Spontanität, die hatte ich 25 Jahre nicht. Ja, ich konnte nicht mal sagen, oh, Wetter schlecht, komm, lass uns in die Berge fahren oder lass uns kurz mal wegfliegen. Das sind halt Freiheiten, die ich jetzt genieße im Moment, die mir sehr gut tun, die mir einfach auch kreativ sein lassen für die Zukunft, was kommt. Ich habe jetzt letztes Jahr den Trainerschein für die Jugend gemacht. Dieses Jahr steht jetzt ein Studium bei der UEFA an. Ich will mich schon auch weiterbilden in anderer Form. Ich weiß noch nicht, wo es mich genau hinzieht. Ich glaube, dass Fußball schon meine Expertise ist. Da wollte ich gerade sagen, wie schaut es aus mit Fußballexperte? Also ich fand vorhin den Nationalmannschaftspart, fand ich dich echt stark. Also du warst echt griffig und hast nicht so viel rumschlawenzt. Nein, ich schaue mir das alles sehr genau an. Ich glaube, dass ich schon auch einen guten Blick auf den Fußball habe und jetzt halt nicht mehr nur aufs Spiel, sondern um das ganze Geschäft. Weil ich da schon auch viel erlebt habe in den verschiedenen Vereinen, Verbänden, was jetzt auch so hinter den Kulissen eben abläuft. Ich bekomme viel mit. Ich habe natürlich auch ein gewisses Netzwerk im Fußball. Durch die UEFA, wo ich jetzt ein Studium mache, erweitert sich dieses Netzwerk, weil es aus dem Tellerrand, sagen wir mal, aus Deutschland rausgeht. Die UEFA ist ein Riesenapparat. Ich war immer Teil dessen, aber in einer anderen Form. Und jetzt sehe ich halt, was alles dahinter steckt, was Teil dessen ist. Das ist ein Riesenapparat. Ich glaube, dass der Fußball auch natürlich immer wieder Neuerungen braucht. Wie jetzt auch nächstes Jahr das neue Champions League Format. Das ist natürlich alles so auf die Beine gestellt, dass dann im Endeffekt Fußball erst mehr zu sehen gibt, Fußball mehr Geld generiert, Fußball mehr ausstrahlt und Fußball nach wie vor der größte Sport der Welt bleibt. Und dafür ist die UEFA in Europa eben zuständig. Und das ist schon sehr interessant, was sie da auf die Beine gestellt haben über die Jahre hinweg. Und solche neuen Kenntnisse, das tut mir gut, sowas zu erfahren, mich da reinzuwühlen, mich da dafür zu interessieren. Und auch diese Expertise dann halt aus diesen Bereichen zu gewinnen. Dann lass uns, Felix, wenn du einverstanden bist, noch so einen kurzen Nationalmannschaftsblock zum Ende einstreuen. Nochmal so ein bisschen über die Wiederauferstehung der deutschen Nationalmannschaft reden, den Holger ein paar Fragen Richtung EM stellen. Und dann habe ich noch ein Oster-Wer-Wird-Millionär-Special für euch, weil Felix, du warst ja im Bootcamp. Der Grund, warum vor 2 Wochen wir nicht quasi pünktlich mit einer Folge erschienen sind, aber das besprechen wir gleich. Ich hau jetzt einfach mal so eine Frage raus, direkt so eine richtige Expertenfrage. Holger Pavlovic, ist es für dich ein Ergänzungsspieler oder vielleicht sogar schon jemand, den Julian auf dem Zettel haben sollte für die Startelf oder sagen wir mal für die Mannschaft im Sommer? Startelf, also ich glaube, wie gesagt, da ist jetzt Toni Kroos, da ist jetzt ein neu gebildetes Mittelfeld. Ich glaube, Startelf ist zu früh. Ich meine, er hat jetzt wie viele Bundesligaspiele von Anfang an, so die ersten paar Champions League-Spiele. Er muss sich jetzt erstmal da beweisen auf Dauer. Ja, da werden jetzt auch wieder auch kleine Täler kommen. Das ist ganz normal bei einem, ich weiß nicht, wie alt das ist, 2019. Das ist ganz normal. Das ist in jeder Sportart so, dass da dann auch wieder Einflüsse von außen kommen, dann auch wieder der Körper vielleicht auch wieder einfach diesen Rhythmus gewohnt sein muss. Und deswegen Pavlovic, super. Mich freut es total, dass Bayern München aus der eigenen Jugend mal wieder einen Spieler nach oben zieht, dass der sich da auch durchsetzt, dass der sich festsetzt. Und jetzt sollte man ihm auch die Ruhe geben, sich da zu entwickeln, sich da festzubeißen. Und er hat Potenzial. Und jetzt schauen wir mal, die nächsten 1-2 Jahre werden auf jeden Fall sehr wichtig. Hast du noch eine Frage an den Fußballexperten Holger Badstuber? Weißt du was, ich habe mir gerade gedacht, so, weil Musiala, ja, ich
ich finde den Typen ja einfach Wahnsinn, weil er anders ist wie andere und anders gefühlt spielt wie andere. Bezüglich Musiala, unglaublicher Spieler, unglaubliche Intuition auf dem Platz. Es wird aber jetzt sehr, sehr wichtig für ihn, die nächsten 1-2 Jahre. Da beobachte ich ihn sehr genau, weil es einfach ein unglaublicher Spieler ist, der mir Spaß macht zuzuschauen. Aber es wird es ganz wichtig sein, in dem Alter von 21 bis 23, er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, er hat jetzt auch schon ein paar Verletzungen hinter sich. Wo geht der Fokus hin? Ja, weil jetzt ist er natürlich im Rampenlicht. Jetzt kommen natürlich die äußeren Einflüsse von allen Richtungen. Und da wird es entscheidend sein, wie sein Umfeld ist, wer sein Umfeld ist, was er selber will, wie Bayern ihn auch ein bisschen leitet und nicht irgendwie ihn loslässt, sodass er sich auf sich selber eben vertrauen soll, sondern er muss gut geführt werden durch sein Leben und er muss auch den klaren Fokus Fußball behalten. Ja, jetzt ist er auf dem Sprung von der, sagen wir mal, internationalen Klasse in Richtung, ja, weiter nach oben. Aber er muss es eben auch dauerhaft abrufen. Ja, die Champions League wird jetzt auch noch interessant bei Bayern. Ich glaube, dass der Meistertitel weg ist, der DFB-Pokal ist weg. Jetzt kann sich Bayern eigentlich voll auf die Champions League fokussieren und da kann er performen. Da kann er ein Schlüsselspieler sein, wenn er das will, wenn er alles dafür investiert. Und dann natürlich dann diesen Hype vielleicht auch mitnehmen in die EM. Solange er da Havertz keinen auflegt, wie jetzt gegen Frankreich, ist alles für die Bayern gut. Dann Abschlussfrage zum Nationalmannschaftsblock an euch beide. Was ist drin? Jetzt nach dem Frankreich und vor dem Niederlande-Spiel und wenn ihr diese Folge hört, dann kennt ihr auf jeden Fall auch schon die Antwort, ob das ähnlich gut war. Wir alle drei nicht, deshalb ein bisschen schwieriger. Felix, du fängst an. Was ist drin? Heim-EM Deutschland. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Zahlen. Ich mag das nicht, Ziele anhand von Zahlen festzumachen. Ja, jeder, glaube ich, weiß, speziell von den Spielern, was sie für Ziel haben. Und es ist ganz klar, Europameister zu werden, sonst brauchst du nicht antreten. Und dieses Ziel hat aber absolut jeder. Ich glaube, dass man ein Ziel definiert, indem man sagt so, oder jeder für sich individuell, so wie will er diese Europameisterschaft versuchen zu prägen. Und das, wenn ich schaffe, wenn ich wirklich alles, wenn ich mir keinen Vorwurf im Nachhinein gefallen lassen kann, dass ich nicht alles probiert habe, ich glaube, dann hast du dein Ziel erreicht und dann konntest du der Mannschaft am besten helfen. Heißt? Ja, wie gesagt, das Ziel hat jeder. Ich wünsche es ihnen, dass sie Europameister werden. Wir können es sehr gut gebrauchen. Und ich glaube schon, dass sie es schaffen können. Holger ist jetzt griffiger. Die Frage war ja, was ist drin für die deutsche Nationalmannschaft und nicht, was wollen sie werden? Natürlich wollen die Europameister werden. Also ich freue mich eigentlich erstmal auf die Chance für Deutschland, eine richtig tolle EM im eigenen Land zu haben. Ich glaube, das ist was, worauf sich, wo wir uns gut präsentieren können, wie der Felix auch schon gesagt hat, wo wir einfach auch wieder so einen neuen Zyklus vielleicht beginnen können, auch gesellschaftlich, weil der Fußballer einfach auch zum Teil oder definitiv verbinden kann. Für die Nationalmannschaft kann genauso gut ein neuer Zyklus beginnen. Ja, die haben jetzt drei Turniere gespielt, die einfach überhaupt nicht gut waren. Passend natürlich auch zu der aktuellen Situation beim DFB allgemein. Und diese Mannschaft kann zu frischen Spielern oder auch unbekümmerten Spielern wie Musiala und Wirtz, die anscheinend auch eine gute Verbindung auf dem Platz haben, auf jeden Fall was entwickeln. Ja, das ist jetzt ein Startschuss oder könnte ein Startschuss sein für eine neue Ära beim DFB, bei der Elite des deutschen Fußballs. Nagelsmann hat jetzt auch, was ganz wichtig war, Entscheidungen getroffen. Man muss Entscheidungen treffen als Bundestrainer, als Verantwortliche. Und zwar auch zum Teil harte Entscheidungen, die nicht jeder verstehen kann, aber sie müssen getan oder gemacht werden. Und das hat man getan. Und jetzt beginnt man, glaube ich, das auch zu verstehen, warum diese Entscheidungen so getroffen wurden. Und jetzt nimmt es seinen Lauf. Die Europameisterschaft kann super verlaufen. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt beim vergangenen Spiel gemerkt hat, was sie imstande ist zu leisten gegen große Gegner. So, und dann brauchst du ein bisschen Glück, da brauchst du ein bisschen, Timing, dann brauchst du einfach auch einen guten Tag und dann kann das ganz, ganz weit gehen. Ich sehe sie immer noch nicht als Favorit, aber ich glaube, wir können
wirklich was starten als Nationalmannschaft, das für die Zukunft jetzt wirklich ja gut aussieht dann. Und deswegen glaube ich, dass die Europameisterschaft für Deutschland gut verläuft. Ich sehe sie aber nicht als Titelfavorit. Ich sage, wir scheiden in der Gruppenphase aus. Boom. Okay. Also einfach, ihr beide monologisiert euch da ein zusammen. In der Gruppenphase, ich glaube, wir überstehen die Gruppenphase, aber Europameister werden. Ach, gut. Ich sage, wir werden Europameister. So, jetzt haben wir drei verschiedene Meinungen. So schaut's aus. Genau. Bam. Und ich habe jetzt vier Osterfragen, Oster-Edition. Kurz für dich, Holger. Felix wird eines Tages bei Wer wird Millionär im Promi-Special auf dem Stuhl sitzen. Er hat sich jetzt dazu durchgerungen, dass er es macht. Und dafür bereiten wir ihn vor. Und hab jeder ich nicht. Doch, mittlerweile hast du gesagt, du machst es. Wenn die nochmal anrufen, hast du gesagt, mit deinem Papa zusammen würdest du es dir überlegen. Ja, würde ich so. Wurden wir auch schon angefragt und haben wir oft genug überlegt und haben immer abgesagt. Also von dem her. Dafür mache ich dich ja jetzt fit, dass du dann mehr als Er will jede Folge will er's wieder machen, Holger. Deswegen machen wir. Er will mich darauf vorbereiten. Naja, okay. Du warst jetzt auch nicht zwei Wochen im Bootcamp, also du hast nichts anderes gemacht. Das stimmt. Holger ist ein Joker. Wie war es eigentlich in den letzten zwei Wochen? Hast du viel gepaukt, viel gelernt, viel sehr Erdkunde? Viel. Ja, total. Ja, ganz viel. Und ob es was gebracht hat, das, Ladies and Gentlemen, erfahren wir jetzt. Frage 1. Der Begriff Ostern leitet sich A. vom angelsächsischen Namen der Göttin der Morgenröte Ostara ab, stammt aus der Bibel, ist eine Erfindung der Werbeindustrie oder wurde im Mittelalter festgelegt. Der Begriff Ostern. Angelsächsischer Name, Bibel, Werbeindustrie oder wurde im Mittelalter festgelegt? 2. Aus der Bibel? B. Ja, aus der Bibel. B. Ja, ist falsch. Ja. Was ist denn das für eine Frage gewesen? War das eine Millionen-Euro-Frage oder was? Ja, du hast gesagt, schwerer. Ja, ist gut. Was ist es? Ja. Okay. Ja, es ist, leitet sich vom angelsächsischen Namen der Göttin der Morgenröte. Ah, das wollte ich eigentlich sagen. Der hast aber nicht. Ja, okay. Frage 2. Die Fastenzeit beginnt traditionell am Aschermittwoch und endet am Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag oder Pfingsten? Ich habe in meinem Leben die noch nie gefastet. Ich weiß, der Holger, der hat auch mit Ernährung und so weiter, hat er sich ganz gut aufgestellt. Holger, da brauche ich jetzt deine Hilfe. Also Pfingsten definitiv nicht. Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostersonntag? Wann endet die Fastenzeit? Ich sag Ostersonntag. Soll man das nehmen, Holger? Sonntag? Sonntag klingt doch eigentlich romantisch, wenn das dann endet. Ja, ich glaube, dass es entweder Gründonnerstag oder Karfreitag ist. Okay, ja gut. Ich glaub, nicht, okay, wir nehmen den 50-50 Joker. Ja. Übrig bleibt Gründonnerstag und Karfreitag. Meine Herren, das ist super. Dann ist es wahrscheinlich der Karfreitag. Weil Karfreitag soll man doch dann auch kein Fleisch essen und so weiter. Das muss doch irgendwo herkommen, oder? Ja, lösen wir es auf. Es ist Gründonnerstag. Eieieiei. Aber was dann ist das für eine Runde? Ja, okay. Aber übrigens, ne, Stichwort Challenge. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Extra Frage an Holger Bartstuber. Warum feiern wir eigentlich Ostern, Holger? Ja, das ist eigentlich das größte, wie soll ich sagen, christliche Fest. Weil? Ja, Auferstehung. Der Grund der Sendung, ja. So, aber damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Frage 3. Welche Bedeutung hat das Osterlamm? Das finde ich geil. Welche Bedeutung hat das Osterlamm? Frage A. Das Osterlamm stammt aus einem alten Märchen. B. Es dient zu reinen Dekorationszwecken. Entschuldigung. C. Es ist nur ein Ostergebäck ohne Bedeutung. Oder D. Es ist ein Symbol für die Auferstehung von Jesus. Ja, das ist D. Hallo? Ist ja klar. Seid ihr euch einig? Ja, natürlich. Ja, tatsächlich, als Symbol für die Auferstehung von Jesu kommt es häufig in der christlichen Kunst vor. Nee, das war jetzt mal eine einfache. Und jetzt die alles entscheidende Frage 4 zu unserem kleinen Oster-Edition-Special. Die alles entscheidende Frage ist, Holger, weißt du was, was ich mir immer gefragt habe, so du hast dir beim Fußballspielen, wenn du gelaufen bist, du hast eine ganz spezielle Handhaltung gehabt. War das intuitiv? Nicht kommst du einfach, dachtest du das schneller? Nein, das war, ich weiß nicht, warum ich diese Handhaltung so habe, aber die war nie bewusst gemacht.
Weiß nicht, warum meine Hand da solche komischen Bewegungen macht. Du warst auf alle Fälle schnell. Okay, jetzt letzte Frage. Und jetzt, die wirklich, das ist die alles entscheidende Frage übrigens. Warum werden Ostereier gefärbt? Ist es entweder, weil Antwort A, in der Renaissance wollte man damit markieren, in welchen Eiern sich Küken befinden? Ist es B, im Mittelalter wollte man gekochte von rohen Eiern unterscheiden und färbte sie deshalb? Oder ist es Antwort C, im 18. Jahrhundert haben zuerst Kinder einer römischen Gemeinde damit begonnen? Oder Antwort D, Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Werbeindustrie diesen Brauch erfunden? Was meinst du, Holger? Also, die letzten zwei fand ich jetzt schwach. Also die gehören nicht dazu. Ja, finde ich auch. Entweder A oder B. Ja, ich finde ich auch. Soll man A nehmen? Also A war Renaissance damit Renaissance. Und andere war Mittelalter, um gekochte von rohen Eiern zu unterscheiden. Also eins von beiden ist es. Ja. Die haben doch im Mittelalter noch keine gekochten Eier. Die haben doch nicht in der Früh, haben die, ach, willst du dein Ei, willst du es weich, mittel oder hart? So ungefähr. Komm, lass A nehmen. Dann nehmen wir die Renaissance. Ja, Renaissance. Ja, leider hatte auch schon der König im Mittelalter mal Lust auf ein hartes Ei. Echt, oder? Okay. Ja, tatsächlich haben die das im Mittelalter gemacht, um das zu unterscheiden. Ja, mega spannend. War nix, diese Runde. War gar nichts. Also, wir haben eine Frage richtig. Überleg dir das nochmal. Aber du warst auch schon in vielen Folgen richtig, richtig stark. So, Deckel drauf. Du hast mich quasi zu Beginn dieser Folge gefragt, wie ich Ostern feiere. Danach habe ich dich gefragt, wie du Ostern feierst, und zwar in Norwegen. Jetzt möchte man noch wissen, wie Holger Badstuber Ostern feiert. Oder verbringt, verlebt. Ja, ganz entspannt. Ich bin eigentlich zu Hause, Familie ist da. Ist jetzt kein besonderes, kein besonderer Standort oder sonst was. Einfach zusammen zu sein, Familie, Ruhe und dann ab und zu mal mit dem Hund raus. Ja, klingt so, als könnte das auch irgendwie Gründonnerstag bei euch sein. Klingt sehr langweilig, ja. Aber ist doch schön. Ist doch auch herrlich. Und bevor wir jetzt die Folge zumachen, habe ich jetzt noch ein Thema. Das weiß Felix gar nicht, dass es kommt, und somit Holger auch nicht. Wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, dass wir ganz transparent an einem Montag aufzeichnen, am Mittwoch erscheint die Folge. Aber zwischen diesen beiden Tagen, also Aufzeichnung heute und Erscheinen am Mittwoch, das ist dann für euch heute, liegt ein Tag, der nicht ganz so unbedeutend ist. Und zwar, Felix, bist du noch 39, aber wenn diese Folge erscheint, bist du fucking 40, die 4 steht vorne. Ja. Nimm uns mal kurz mit in diese Gefühlswelt. Ist es dir völlig schnurzpiep egal oder planst du gerade das größte Fest, was Garmisch-Partenkirchen je gesehen hat? Nein, das ist mir sowas von wurscht. Das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Wirklich, es ist nur eine Zahl und ich bin einfach nur froh, wenn ich meine Ruhe habe an dem Tag. Nicht mehr und nicht weniger. Und ein paar hartgekochte Eier zum Frühstück. Ja, aber komm, ist aus dem Mittelalter. Ja, krass. Meine Güte, ey. Klar, man macht sich, wenn man das dann ist oder wird oder keine Ahnung, so die Leute sprechen einen drauf an, aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt 40 geworden bin. Von dem her, alles gut. Ich habe auf jeden Fall eine Überraschung für dich. Morgen wird was passieren. Um Gottes Willen. Hast wieder Haselnuss-Schnaps. Ach du Schande. Ich bin zu meinem 30. Geburtstag hat mich die Miri eine Überraschungsfeier gemacht. Ja, die war gut. Und ich springe nicht morgen aus der Torte, das kann ich schon mal sagen. Ja, aber ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Schauen, ob nicht irgendwas geplant ist. Und ich habe meine Ohren überall. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank, lieber Holger, dass du dabei warst. Sehr spannenden Einblick. Uns verschafft, so wie du zum einen deine Comeback-Qualitäten ausgelebt hast während deiner Zeit, während deiner Karriere, aber auch danach, so wie du Ziele verfolgst. Ich glaube, was wir hier schon auch ein Stück weit mitnehmen können, das ist, dass das Leben nicht immer ganz so easy ist, aber dass man trotzdem immer wieder nach vorne schauen muss. Und egal, welche Steine einem im Weg gelegt werden, es gibt immer Lösungen. Und die Hauptlösung ist, Ärmel hochkrempeln und Gas geben. Oder? Ja, absolut. Ich glaube, jeder hat seinen Rucksack auf im Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das Wichtige ist, dass man wirklich das nicht immer als Probleme sieht, sondern als Herausforderungen, die dann auch so angeht.
Weil daran wächst man, daran wirklich, ja, irgendwie ist er auch manchmal wirklich, wird es nicht langweilig, sagen wir so. Und deswegen ist es auch wichtig, dann auch dort durchzugehen und das Beste draus zu machen und das auch wirklich zu schätzen, was man dann auch vielleicht wieder geleistet hat. Wir kommen am 10. April mit der nächsten Folge und dann haben wir Mona Nemmer bei uns. Das ist die, ja, man kann schon durchaus sagen, mittlerweile, ja, genau, berühmte Ernährungsberaterin beim FC Liverpool noch und das unter Jürgen Klopp. Freue ich mich ultra drauf, weil von der könnte ich mir mal wirklich ein paar Tipps, vor allem für ein gutes Frühstück in den Tag. Ich bin das so schlimm bei mir, immer nur diese leeren Kohlenhydrate. Ja. Egal, klären wir mit Mona. Warte mal, Philipp, ich habe noch eine Frage an Holger. Holger, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber wir machen immer so Challenges. Und ich musste dich fragen, wegen deiner Armhaltung, der Philipp hat mir die Challenge aufgegeben, dass ich dir die Frage stelle. Und ja, dass ich mich immer gefragt habe. Und ich hab zum Philipp gesagt, er muss dich fragen, so, wieso man Ostern feiert, weil das kann ja auch mal eine unangenehme Frage sein. Aber ich glaube, viele wissen es nicht. So, an dich die Frage, Holger, was sollen wir stellen? Welche Frage? Was wird das ist witzig. Das ist cool. Ich kenne die Mona ja noch von meiner Zeit bei Bayern. Es ist echt eine total Liebe, die wirklich was von ihrem Handwerk versteht. Oh, was könnte man die Mona fragen? Ich glaube, das ist natürlich jetzt auch eine Wissenschaft für sich mittlerweile, die Ernährungssache. Ich glaube, da muss ja auch jeder selber damit fein sein. Ich glaube, da sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr voll drauf fokussieren. Oh, wenn ich das und das nicht esse, dann kann ich nicht performen. Deswegen ist die Mona echt keine, die jemandem was aufdrängt, sondern die unterstützt. In vielen Sachen, wenn man verletzt ist oder auch wenn man wirklich in diesem Rhythmus ist. Ist auch von der Persönlichkeit her echt eine sehr, sehr angenehme. Ich habe am Wochenende 5 Liter Bier getrunken. Ich frage sie, ob das eine gute Idee war. Ja, wenn du dich danach gut gefühlt hast und du halt zu der Zeit gebraucht hast. Holger, schau ihn dir an. Der sieht absolut katastrophal aus. Also, das immer schlimmer. Hat überhaupt nicht gebracht. Liebe Pizza-Pommes-Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf nächste Folge, muss ich sagen. Holger, dir alles Gute. Macht es gut und bis bald. Ciao. Ciao, servus. Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.